Ja, hallo liebe Leser von 1200 Grad. Wir sind am Stand der Firma Ströer und haben ein bekanntes Gesicht aus der Fliesenbranche getroffen. Herr Michael Zink, Vorsitzender des VDF. Und Herr Zink, Sie nutzen die Fachmessenger-Seil nach wie vor, um sich über die Neuheiten zu informieren. Ja, das ist eine Pflichtveranstaltung. Die Chesai ist nun mal die größte Fliesenmesse, unser wichtigster Meeting Point hier in der Branche. Da kommt man nicht drum rum. Das muss sein. Ja. Und haben Sie schon was an Trends ausgemacht oder ist noch relativ frisch Ihre Eindrücke? Ja, sehr viel mehr an Trends kann man eigentlich jetzt gar nicht mehr verorten. Es ist, hat sich ja in den letzten Jahren schon rauskristallisiert, dass die Großformate immer stärker werden. Das geht weiter, das kommt zu einer gewissen Perfektion mittlerweile. Die Digitaldrucke werden immer fantastischer, immer echter. Ja. Aber in Kombination mit den Großformaten, glaube ich, wird das ein ganz, ganz interessantes Thema, das bis hin in die Möbelbranche geht und überall. Also die Keramik ist hier richtig fit, glaube ich. Okay. Ja. Mhm. Ist das für Sie nur eine Informationsmesse oder ist das auch eine Ordermesse? Nein, ordern tun wir eigentlich weniger. Wir informieren uns, insbesondere natürlich bei unseren Lieferanten. Es werden hier die Neuheiten gezeigt, die wollen wir uns vor Ort anschauen. Natürlich wird es auch noch in unserer Ausstellung präsentiert, aber wir wollen vorab schon mal so ein bisschen uns informieren und schauen, wie wir dann unsere Ausstellungen gestalten. Und da ist, das, ist die Chesai schon ein ganz wichtiger Informationspunkt, ganz klar. Wenn Sie es rückblickend betrachten, was hat sich vielleicht geändert im Vergleich zu früheren Chesai-Messen? Hektischer. 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 Die Termine sind durchgetakteter. Wir müssen schauen, dass wir mit diesen vielen Terminen einfach besser klarkommen. Wir haben dieselbe Zeit, aber wir haben mehr Anlaufpunkte. Ja. Und die Gespräche sind natürlich interessant und dauern auch vielleicht ein bisschen länger als sonst. Ja. Die Branche ist nicht so ganz einfach, das wissen Sie selber. Ja. Es ist vieles im Wandel und vieles im Umbruch. Und da müssen wir dann schon schauen, wo wir bleiben. Und dass wir das alles hinkriegen, das ist zeitlich ein bisschen schwierig. Ja. Geben Sie unseren Lesern mal so einen Eindruck, wie viele Tage sind Sie hier und wie viele Firmen besuchen Sie da so? Ja gut, wir sind natürlich aus München mit dem Auto hier, deswegen ist das alles ein bisschen anders. Wir sind gestern Mittag gekommen und werden morgen Mittag fahren. Ja gut, wir müssen also schon so unsere Hersteller, sagen wir mal, summa summarum werden es so ungefähr 30, 35 Termine sein, die wir wahrnehmen. Ein paar Gespräche natürlich auch über den Verband. Ja. Also das ist ambitioniert, aber wir schaffen das. Ja. Dann wollen wir Sie auch nicht länger aufhalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Ja.